An einem kalten Novembermorgen 1999 am Luzerner Bahnhof. Frau Holle hat das erste Mal ihre Bettdecke ausgeschüttelt. Im Bahnhof fahre ich Züge wie eh und je ein und aus. Laufen bei dieser Kälte etwas schneller als sonst. Im Westtrakt vom Bahnhof wird gehämmert, geschweißt und gesagt. Das über 20 Meter lange Ding wird aus altem Eisenbahnmaterial zusammengeschweißt und geschraubt. Ein Eisenplastik im Bahnhof ist das grösste, sagt der Künstler Bernhard Luginbühl. In vielen Arbeitsstunden haben im Luginbühl seine Söhne, der Ivan und der Basil, noch die Idee von ihrem Vater, die Eisenplastik zusammengeschweißt. Nutzfigur, sagt der berühmte Künstler Bernhard Luginbühl zu seinem neuesten Kunstwerk. Der Spruch ist ein Palindrom, das heisst, man kann es vor- und rückwärts lesen.
Das Markenzeichen der Lupinbühls ist eine schwarze Kugel. Die darf natürlich nicht fehlen. Die letzte Lampe wird montiert und das Kunstwerk ist fertig. Am 11.12.99, Punkt 11.12, ist die Weihe. Nach der Einweihung gibt es einen gesüffigen Glühwein und heisse Maroni. Zur Unterhaltung spielt Bourbon Street Jazz Band. Thank you.
Jawohl.